Oh, man kommt sogar in Tarifgebiet 2. Ab Paddington, Boylack ist Tarifgebiet 2, ne? 4, 5 und 6, wir gehen da schon hin. Ach, Flughafen sind 6. Ja, die Fluggäste kassieren sehr richtig ab. Es sind noch so in 6. Ab Münster. Nee, doch. Epping? Was? Keine Ahnung. Ist dann alles nur U-Bahn-Linie, ne? Und wahrscheinlich recht nur Express. Also. Ne? Bezweifle, dass das alles nur U-Bahn-Linie ist. Ich stehe ja auch die Linien. Ah, jetzt kann ich nachgucken. Hammersmith and City Line, natürlich. Können das vergessen. Ja gut, District ist klar. Waterloo, Waterloo and City, das ist die Linie ist geil. Wo sind die Waterloo and City? Hat die Farbe. Nee, das raus, die Obli oder was weiß ich was. Line. Das ist die Waterloo City. Beginnt bei Waterloo und geht in die City. Aber das ist richtig. Die hat nur eine Station, die Waterloo City. Aber ich glaube, nach dieser Folge werde ich ein paar Wikipedia-Artikel aufrufen müssen. So. Ja gut. 4 Minuten. Alter, diese Pause, ne? So. To be. Das ist unser Zug. Boah, der ist ja schon richtig voll. Und das ist die falsche Seite. Da sogar schon Leute drin. Steckt doch bei mir an den Pfeifen. Kommt den genauso weit wie von dem Mann. Steckt da drüben. Oh, das ist ein Kollege. Circle Line oder District? Ja, was machen wir uns? Die fährt ja hier nicht lang. Gibt's überhaupt eine Strecke, wo alle. Ich muss noch mal gerade was nachgucken. Ich muss nochmal gerade nachgucken, ob es irgendwo einen Abschnitt gibt, wo Hammersmith and City mit der District Line zusammen. Ja gut, also. Und die Circle Line natürlich, alle drei. Nein, dieser Abschnitt ist ja klar. Ja gut, so gesehen Edward Road. Ja, Edward Road ist ein Fall. Das müsste, ja, Circle Line. Weil District verkehrt ja hin und noch. Und. Hat ja nur eine Tür. Hammersmith and City hat auch zwei. Nur mal so nebenbei. Ja, wir können eigentlich ganz normal laufen. Boah, Junge. Alter, mein Husten, ne? Das ist schrecklich. Ach, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Sag mir, vorne sitzt ja überhaupt keiner. Das ist auch so ein Phänomen. Ich meine, wenn es noch dauert, bis der Zug Abfahrt hat, dann setzt man sich allgemein immer nach vorne. Das ist in der Natur der Dinge. Kann ich das Signal von da drin lesen? Jetzt mal dumm gefragt. Weil irgendwie sieht das etwas unleserlich aus. Jetzt kann ich die Tür nicht öffnen. Aber egal. Doch, wenn ich meinen Halt breche, kann ich ihn lesen. Es gibt übrigens auch noch die Ansicht, aber die benutzt keiner. Das ist für Luschen. So, dann laden wir schon mal die Druckluft auf. Sehr schön. Funktioniert alles. Wunderbar. Alles am Hammer auch. Was ist das da? Speed Control. Okay. Und hier haben wir dann noch so ein System. Also aber für die Heizung, die haben wir an. Oh Junge. So. So, nach 20 Minuten können wir dann nicht losfahren. Was ist denn das da? Kann ich nicht lesen. So.
Dann mal. This train is ready to depart. Please stand clear of the doors. So, dann mache ich die Tür zu und fahre ganz gemütlich. Wenn ich grün habe. Ich habe doch grün, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, ja, passt schon. so. oder 30? Ich glaube 35 war hier laut. Ja, 35. Aber ich war 40. Das ist... Oh Gott, jetzt muss ich mich dran gewöhnen, weil ich spiele ja normalerweise immer... ich nenne es mal... Ich muss mal gerade ein bisschen abbremsen. Ich habe schon fast vergessen, dass hier schon wieder die Station ist. So. Closed Station. The next station is closed. This train... Schrecklich. Das ruckelt auch leicht und ich weiß nicht wieso. Achte auf Pünktlichkeit. Hier darf ich ja wieder 35 fahren, ne? Ich meine nur. So. Ich könnte theoretisch auch Tunnellicht anmachen, aber das reicht ja, oder? So, 35. The next station is Temple. Exit for Somerset House. Sunset House. Was war denn das nochmal? Das kenne ich auch irgendwo her, aber... Keiner weiß wieso. So. This is Temple. Oh Gott. For Somerset House. Der Fahrplan geht mir schon fast auf die Eier. Boah, Gott. Erstmal strecken. Feine Edward Road, ne? Ja, Edward Road. Das ist eine halbe Stunde. Theoretisch könnte man den dann auch in 15 Minuten schaffen, aber der Fahrplan ist ja ein bisschen... Boah. Wir können mal rausgehen. So. Diese U-Bahn-Lichter. Ja, machen wir für eine Fahrt mal das Tunnellicht an. Dann sollen wir jetzt nochmal Tempel, richtig. Sunset House. Was auch immer das war. Im ersten Wagen ist immer noch keiner drin. Denke ich wirklich so? So, ich mag diese Welt nicht mehr. Diese Tür übrigens macht durchaus Sinn. Weil der dritte Wagen ist auch so ein Zugwagen. Und wenn man dann den vorderen Wagen will, dann kann man da durchgehen. Das ist ziemlich praktisch. So, zack, zack. Und wir haben Auffahrt. This train is ready to depart. Please stand clear of the doors. Ich hab die Doors noch nicht geschlossen. Was kommt noch schon wieder in dieses Halbenglische rein, weil... Na ja, gut. Doors dann hier gesagt wird und dann kommt man nur noch auf Doors. Oh Junge. Es war hier 35 oder 40. Ich hab keinen Plan. Ich fahr mal vorsichtshalber 35. Meiner Fahrplan ist ja eben ein bisschen...